Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Lego Jurassic World. So, jetzt schauen wir mal, was der Vogelkäfig so für uns bereithält. Überdimensionale. So, hier aufschneiden. Hack, hack. Schnell rein hier. Aber ich schätze, hier geht's, nein, hier geht's nicht weiter. Wir müssen hier hoch. Okay, hier haben wir was für Eric. Eric haben wir aber nicht dabei. Dann der Gleitschirm, genau. Billy. Komm her. Wir versuchen das mal. Ja, so nun nicht. Ja, also schon eher. So, können wir hier was bauen? Jawohl, können wir. Ah ja, sehr gut. So, wir wechseln wieder auf Dr. Alan Grant, der sich noch mitten auf der Brücke befindet. So, und na toll, wäre ich mal bei ihr geblieben. Amanda, wir brauchen Sie hier. Und K. Ein Moment. So. Ah ja. Gut, ich glaube, ich wechsle mal wieder. Mal schauen, was sich hier Tolles verbirgt. Nein, gar nichts. Okay. Oh oh. Zurück! Ah, hier haben wir was. Platsch. Zu groß geratenes Hühnchen. Wen brauchen wir hier? Mr. Kirby? Nein, auch nicht. Ah, hier. Knochen, da können wir was bauen hier. Aber leider nicht wir. Sondern Dr. Alan Grant. Hier dann! Ah, Hilfe! Vorsichtig, vorsichtig. Ja, und die springen. Die hüpfen da im, keine Ahnung wie weit schon. Ja. Hey, ganz... vorsichtig. Hä? Und jetzt? Ja.
Ah, okay. Und tschüss, Vögelchen. Ja, sehr merkwürdig. Teilweise, egal. Moment, ich finde einen Weg für Sie. Na. So. Das einmal, halt. Einmal da runter schieben. Los doch! Nein. So, dann wechseln wir einmal wieder auf Dr. Alan Grant. Nein, das wollte ich nicht. Hab ich schon. Egal. Ja. Hallo, schneid das durch. Was ist das denn hier? Huch, Entschuldigung. Okay, alles mal grob zerstört und wir können auch was bauen. Ich regle das. Ach so. Okay, dann los. Ich habe keine Ahnung, wo er hin soll. Nach da hinten oder wie? Moment mal. Da geht's auch noch woanders lang. Okay, bauen kann man hier aber nichts, ne? Hier könnte man was hinschmeißen, haben wir aber auch nicht. Okay, gut. Dann. Ja, dann muss er das regeln. Ich habe nur noch keine Ahnung, wo er hin soll. Irgendwie da oben rein, hä? Ach so. Nicht Billy! Ach so. Von hier aus kann ich fast mein Haus erkennen. So funktioniert das also. Plumps. Ah!
die jagen ihn jetzt. Okay, erstmal den Checkpoint nutzen. Speichern und fortfahren. Wo ist seine Waffe? Ich kann sie verjagen. Ah ja. Wie war das? So, jetzt wird gegraben. Hey, und jetzt? Ah. Auf die Treibstofffässer! Ja, seine Aufmerksamkeit haben wir. So, wir wechseln mal zu Kirby. Dann einmal hier. Zack. Noch mehr Fässer. Noch mehr Treibstofffässer. Ah, okay. Wer sitzt denn da drauf? Ist egal, ne? Wir gehen mal auf. Alan Grant. Hey, schieß doch mal! Oh. Klasse, Dad. Es fehlen nur noch ein paar Fässer. Na toll. Scheiß, kommt zu Natus. Viecher. Wo kommen die denn her? Okay, wir wechseln auf Kirby. Und einmal da hoch. Ach, sind hier noch mehr Fässer drin? Oder ein gigantisches Fass oder so? Ja, nein, nochmal drei mehr Fässer. Wohin sollen die denn? Nein.
dämliche Viecher. Nein, du sollst da hochspringen. So. Jetzt brennt hier alles. Dad! Ich geh doch überhaupt nicht weg. Der sitzt hin. Ja, klar. Wie wenn? Wie wenn der kommt so klar, dass hinsitzen würde? Sie wollen die Eier. Sonst wären wir schon längst tot. Nein, 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 nein. Rufen Sie um Hilfe. Das ist ein Hubschrauber. Der Hubschrauber hat's gehört. Der kommt, um zu helfen. Geschichte beendet. Entschuldigung. So, wunderbar. Wir überspringen 52%. Ah, okay, sehr wenig Zeug mitgenommen. Ist mir aber ziemlich egal. Überspringen. Ja, das ist nämlich noch nicht vorbei gewesen. Brachiosaurus hat keine natürlichen Feinde mehr, sobald er das Teenageralter erreicht. Okay, ist er so groß, dass er überhaupt nicht angegriffen wird? Interessant. So, hier geht's in Jurassic Park. Hier gibt's Sachen zum Kaputtmachen. Auch noch. Noch hier. So. Ja, gut. Lassen wir es mal. Wer ist er? Enrique Cardoso. Brauche ich keinen Enrique. So, da geht's zurück. Hier geht's in den Jurassic Park. Huch. Bonus-Verfolgungslevels sind nun auf dieser Insel freigeschaltet. Drück M auf... okay. Verfolgungsdinger. Nee. Da müssen wir zurück, ne? In Jurassic Park, oder? Ich glaube schon. Wir müssen auf die Insel zurück, um von da aus dann rüberzukommen nach Jurassic World.
Ja, genau so. The Lost World, Jurassic Park. Ach, guck mal, hier ist Ellie Sattler wieder. Jurassic Park, The Lost World. Und hier geht's nach Jurassic World. So, und das, meine Lieben, machen wir dann aber erst... Moment mal, ich speichere es mal. Geht das hier? Halt. K. Prolog? Nein, will ich nicht. Ransumme, Rauszoomen, bla bla bla. Ich möchte gern speichern. Nein, ich auch nicht. Ich glaube, wir müssen tatsächlich hier hin. Ich wollte ja sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Aber vielleicht müssen wir das noch jetzt starten. Denn irgendwie kann ich hier, glaube ich, nicht speichern. So. Und es kann jederzeit sein, dass ich aufhören muss mit dieser Aufnahmesession. Da die ganze Bagage nach Hause kommt. Und dann sollte ich noch ein bisschen was vorbereiten hier. Deswegen springen wir mal rein. Du möchtest etwas Neues, wie? Ich helfe nur zu gern. Das war gerade das Trainingscenter, das Raptoren-Trainingscenter, das wir da gesehen haben. Jurassic World. Irgendwelche Vorfälle? Es warten 6 Kinder im Fundbüro, 28 Hitzeschläge und irgendein Idiot wollte den Triceratops mit Eis füttern. Ihre Assistentin auf Leitung 2, Zack und Gray, sind hier. Sagen Sie ihr, ich bin gleich da. Die Kinder meiner Schwester. Räumen Sie Ihren Arbeitsplatz auf. Was ein Chaos. Wie groß ist die Insel? Groß. Aber wie viele Kilos? Das ergibt keinen Sinn. Na los! Groß. Hey, nicht weglaufen, ja? Mom bezahlt mich nicht fürs Babysitten. Tante Claire! Sarah wird sich gut um euch kümmern, bis ich mit der Arbeit heute Abend fertig bin, okay? Da kommt Mr. Masrani. Okay, dann viel Spaß und passt gut auf sie auf, ja? Mr. Masrani! Sie fliegen? Ich habe einen Flugschein. Okay. Zeigen Sie mir meine neuen Dinosaurier. Er ist weiß. Das haben Sie mir ja nie gesagt. Indominus Rex. Unser erster genetisch modifizierter Hybrid. Also ist sie wohl intelligent? Oh, Indominus wurde nicht gezüchtet. Sie wurde geschaffen. Größer. Furchterregender. Ausgewachsen wird sie 15 Meter lang sein. Größer als der T-Rex. Das Gehege ist also absolut sicher? Wir haben die besten Baustatiker der Welt. Ja, hatte Hammond auch. Ein Mann von der amerikanischen Navy ist hier, Owen Grady. Ich weiß, wer er ist. Seine Tiere versuchen oft zu entkommen. Sie sind klug. Und er muss klüger sein. Er glaubt bloß, er sei klüger. Ich will, dass sie ihn herbringen. Vielleicht sieht er was, was wir nicht sehen. Oh, Mist. Tut mir leid, es steckt in den Zweigen fest. Komm schon, lass das Schwein herunter. Raptoren-Forschungsanlage. Oh, Mist. Tut mir leid, es steckt in den Zweigen fest. Oh Mann. Schon gut, Amateur. Ich klettere darauf und schneide es los. Wenn ich etwas zum Klettern finde. Und ich suche jetzt erstmal einen Speicherpunkt. Den ich hier aber nicht finde im Moment.
Das heißt, dass es eventuell vorkommen könnte, dass wir uns diese... Aber müssen wir dann die Raptoren-Sequenz auch nochmal machen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sollte ich jetzt mal eine Folgenpause machen. Erstmal haue ich hier ein bisschen rein. So. Und Grady kann also auch hier hochklettern. Wäre zu schade, wenn deine Tierchen ihr Herrchen verlieren. Und Oren Grady hat auch ein Messer. Wow! Okay, zu meiner Verteidigung. Das war diesmal ein völlig anderer Fehler. Ah, das hat mir noch gefehlt. Komm schon, Owen. Du kannst doch sicher ein kleines Schwein finden. Na toll. So, wir bauen hier mal was auf. Ist das denn? Was kann er denn? Was hat er denn damit zu schaffen? Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Ach so, okay. Ich sehe das Schwein übrigens. Komm her, kleines Schweinchen. Geburtstagstorte. Guck mal. Haha, hab ich dich. Hier lang, kleines Schweinchen. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ach, okay, er hat auch ein Seil. Sehr gut. Werden Sie jetzt die Velociraptoren auf uns setzen, Sir? Schön, dass hier alles funktioniert. Das ist ziemlich cool. Er spielt mit Dinos. Ah, geil. Das ist ziemlich cool, weil das ist ja der neue Jurassic World Park quasi. Und da funktioniert eigentlich noch alles. Deswegen ist es, glaube ich, ziemlich interessant. Also nicht alles runtergebrochen und kaputt, sondern alles hochmodern und neu. Also nichtsdestotrotz machen wir eine Folgenpause. Und sehen uns dann erst in der nächsten Aufnahme wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Lego Jurassic World. Bis dahin, macht's mir gut. Ciao.